Matthias, das Golfmagazin. Diesmal mit einem Genussmenschen in den Wiener Weingärten. Wir plaudern mit Schauspieler Heinz Maritschek über Kulinarisches, sein alter Ego Hannes Kofler aus Soko Kitzbühel und warum er das Filmset immer wieder gerne mit dem Golfplatz tauscht. Außerdem sehen wir uns an, wie ein Golfer gut durch den Winter kommt. Fragen in St. Oswald nach, was ein Clubhaus so speziell macht. Fragen, was Menschen so an Golf fasziniert. Und lassen Österreichs Kaderspieler Golfbegriffe raten. Der Begriff ist eigentlich nicht so schwer. Ah, grüß dich. Ah, geh, setz dich am Stammtisch, ich komm sofort. Danke, Hannes. Warum Frauen bei Mord immer sofort an Mord aus Eifersucht denken? Du willst nicht dein Ernst, dass du mich auch verdächtigst. Geschlafen habe ich wie jede Nacht. Bringst mein Vater zum Feuer? Was? Ich bin nicht Hannes Kofler, aber ich konnte sehr viele persönliche Empfindungen in die Figur vom Hannes Kofler einfließen lassen. Heinz Maritschek ist also Heinz Maritschek, auch wenn ihn mit seinem alter Ego aus der Fernsehserie Soko Kitzbühel viel verbindet. Er ist ein positiv neugieriger Mensch und sein Lebensmotto ist Freude. Heinz Maritschek ist seit Jahren ein wandlungsfähiger Schauspieler, Kabarettist und Regisseur und leidenschaftlicher Golfer. Eine Sache, die ihn mit der Figur Hannes Kofler nicht verbindet. Was beide aber gemeinsam haben, ist ihr Bekenntnis zur Kulinarik. Nein, das ist ein Glück. Wie halt sehr, sehr viele Sachen im Leben Glück sind, ist auch die Freude am Genuss ein Glücksfall, der passiert ist und ich heute genauso gern noch was esse, was trinke, was koste. Nämlich jetzt gar nicht im Übermaß, sondern nur es muss mal schmecken, das habe ich so gern. Man nehme ein Kilo vom feinen Karree, dazu 7 Esslöffel reinen Kaffee. So das erste Kosten von Sachen, es geht ja so weit, das Entdecken von Ländern ist auch mit Genuss verbunden. Ich werde nie vergessen, die erste Clotted Cream, die ich in England gegessen habe. Das erste Hot Pastrami on Rye, in einem New Yorker Deli war so, dass ich kann gar nicht beschreiben, wie gut mir das geschmeckt hat. Und dann, so wie man nach Italien in meiner Jugend noch, also was bei uns noch nicht so einen guten Kaffee gegeben hat, habe ich mich gefreut auf die erste Tankstelle nach der Grenze, dass man italienischen Espresso. So, ja, also wo immer es geht, kosten. Und reiben eine Wachtelein mit einem guten Achtelwein. Warum der glühende Wiener und bekennende Genussmensch Heinz Maritschek mit Begeisterung auch öfter das Filmset mit Fairways tauscht, haben wir ihn standesgemäß in den Nussdorfer Weingärten gefragt. Sobald ich den Ball am ersten Tee auflege, denke ich die ganze Zeit bis zum letzten, wurscht ob ich 9 oder 18 Löcher spiele, nur mehr, welchen Schläger nehme ich, ist es gescheiter, wenn man das über links, über rechts spielt, ist da ein Bunker, soll ich da vorbeispielen, komme ich über den Bunker. Es beschäftigt sich der Kopf ausschließlich in der Zeit, wo ich am Golfplatz bin, mit den zu lösenden Aufgaben. Und das ist das Tolle, weil man mit einem völlig frischen, neuen Hirn vom Golfplatz weggeht. Es ist Hirn ausleeren, freimachen für neue Sachen. Es ist Golf vielleicht der einzige Sport, den man auch im Alter, also ist nicht ich unbedingt, aber generell sehr respektabel ausüben kann.
Das heißt, es gibt 70, 80-jährige Golfer, die ein unglaubliches Golf spielen. Die nicht mehr so weit sind natürlich, aber wenn sie 100 Meter vom Stock entfernt sind, werden sie zu schwarzen Mambas und legen den Ball so weit zum Stock hin. Golf kannst du eigentlich, solange du gehen kannst, kannst Golf spielen auch. Genussmensch und Golfer, lässt sich das gut verbinden? Es gibt sicher äußerst frugale Golfer auch, die nur Golf spielen und sich um Essen oder Trinken überhaupt nicht kümmern. Ich bin der das eher in einer Kombination sieht und der Golf spielt mit Freunden und das nett und lustig hat und nachher gerne mit den Freunden noch irgendwo eine Kleinigkeit isst, eine Kleinigkeit trinkt und mit denen redet. Ich spiele auch nur Golf mit Leuten, mit denen ich es lustig habe. Ich kann ja nicht mit jemandem Golf spielen, mit dem ich nicht lachen kann. Ich muss lachen können, ich muss einen Spaß haben am Golfplatz. Ich kann nicht mit Leuten spielen, die verärgert werden oder unangenehm werden, wenn sie schlecht spielen. Wenn man sagt, hörst, du bist am Golfplatz, du bist jetzt nicht in einem Bergwerk 4 Stunden und musst irgendwas machen. Du bist 4 Stunden am Golfplatz. Und auch wenn du schlecht spielst, warst immer noch 4 Stunden am Golfplatz und hast nicht irgendwas anderes machen müssen. Also freu dich, dass du 4 Stunden am Golfplatz warst. Von verärgerten Golfern zum goldenen Wiener Herz. Ist der Wiener aus seiner DNA heraus besonders prädestiniert zu granteln? Naja, sie nörgeln, aber im Grunde, glaube ich, sind die meisten schon froh, dass sie da sind. Alles, was mich geprägt hat, ist Wien. Die Sprache, die Musik, die Literatur, die Kunst, Wien. Das ist Wien. Ich bin von Wien geprägt worden, zutiefst, ja. Ärgert sich Heinz Maritschek beim Golfen? Das heißt ärgern, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, irgendwie einen Socket mache, sage ich, ach scheiße. Aber damit ist es auch schon vorbei. Aber es trübt nicht meine Laune, sondern ich freue mich, dass ich dort bin, dass ich am Golfplatz bin. Golf ist ein Spiel und du musst es mit der Freude am Spiel auch betreiben. Der Winter bedeutet ab und zu golffreie Zeit. Worüber freut ihr sich dann? Ich habe keine golffreie Zeit, weil ich den Winter ja monatelang in Ibiza bin und dort eigentlich theoretisch täglich spielen könnte. Ich spiele nicht täglich, aber ich spiele relativ viel. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather. Golf ist Outdoor-Sport. Das ist es, was ihn unter anderem so faszinierend macht. Dadurch unterliegt man natürlich äußeren Bedingungen. Obwohl die Saisonen immer länger werden und sich klimabedingt weit in den Herbst verschieben, gibt es in unseren Breiten auch wetterbedingte Auszeiten. Früher war das ja Usus. Anfang November Rollbalken runter und im März wieder rauf. Was kann man tun, um gut über die golffreie Zeit zu kommen und um den mühsam erübten Schwung nicht zu verlieren? Welcher Teil des Spiels leidet am meisten bei langen Pausen? Naja, das kurze Spiel ist natürlich, sagen wir mal, ein Bereich, der sehr, sehr viel Training in Anspruch nimmt. Also die Steifigkeit, die sich dann einbringt, also in Bewegung bleiben. Super sind immer so Setup-Checks, also Basic-Checks, wie ist die Ansprechposition, die Griffhaltung, Stand, Ballposition, das kann man alles natürlich auch im Trockenen zu Hause üben. Ich glaube, Putten ist fast das Einfachste zu trainieren. Oder dass man sich wirklich halt da so gut wie möglich in Schuss hält, überhaupt von der Bewegungsablauf her. Alles ist besser wie nichts. Ich kann nur den Ratschlag geben, dass man eigentlich auch ein bisschen was im Fitnesscenter macht. Mehr Muckis bringen dann viel mehr Länge. Wenn wer die Möglichkeit hat, natürlich in einer Indoorhalle zu trainieren, ist es natürlich optimal.
Aber wie real ist Indoor-Training? Was bringt der Simulator für den Schwung? Wir können keine Raff- oder Sandsituationen imitieren. Aber der Realismus ist mittlerweile schon so genau geworden, dass man eigentlich zu draußen, wenn man jetzt auch das Core hernimmt von Amateurgolf, und das gleiche Ergebnis sieht. Aber das ist nicht das primäre Ziel. Das Ziel ist, in Schwung zu bleiben und Spaß zu haben. Also eigentlich ist es das perfekte Indoor-Training, weil man an der Technik viel feilen kann. Weil, wie gesagt, die Messdaten sind so genau, dass das eigentlich mit einer Driving-Range-Straße vergleichbar ist. Das sind die Monate, wo ich wirklich an der Bewegung arbeiten kann. Und dafür bietet sich Indoor perfekt an. Wer keine Gelegenheit zum Simulator-Training hat, dem bleibt nur warm anziehen und raus. Bei geschlossener Schneedecke geht das aber nicht mehr. Speziell im Osten Österreichs werden die schneelosen Winter aber immer häufiger. Das Thema Wintergolf hat sich ja komplett verändert in den letzten Jahren. Also die Golfplätze im Osten haben fast alle offen. Grundsätzlich ist das möglich. Man muss nur auf gewisse Dinge aufpassen. Es darf zum Beispiel kein Frost sein. Wie sieht die entsprechende Ausrüstung aus, um Temperaturen unter 10 Grad schadlos zu überstehen? Aus meiner Sicht ganz wichtig, warme Kleidung, also gute Funktionskleidung. Und wie beim Skitouren gehen und beim Skifahren, würde ich sagen, die Salamitechnik ist entscheidend. Auf jeden Fall Thermounterwäsche, man kennt das eh vom Skifahren, und in Kombination mit einer Windhose. Und dann kombinieren wir es mit gefütterte Langarmpolos. Warme Hände ist wichtig, warme Füße vor allen Dingen. Ja, ab Oktober ist eigentlich, spielen die meisten mit Haube. Worauf ist körperlich zu achten, wenn man in der kalten Zeit spielt? Also für mich ganz entscheidend ist vor allem, dass der Körper wirklich auf Temperatur ist. Der Körper bewegt sich ganz, ganz anders, wenn er aufgewärmt ist. Man kann sich vorstellen, so ein Schaft, Stahl oder Graphit, wenn der extrem kalt wird, Material verhält sich anders bei kalten Temperaturen. Die Schwunggeschwindigkeit geht sicher zurück. Der Ball ist weniger elastisch, also er wird auf jeden Fall kürzer fliegen. Aber auch der Platz braucht besondere Rücksichtnahme. Was passiert mit Gras im Winter, wenn es beansprucht wird? Der gemeinsame Nenner ist der Frost. Also wenn der Platz grau ist vom Frost, dann ist absolutes Betretungsverbot. Wenn es in der Früh Minusgrade hat, ist das Gras gefroren. Ja, und dann besteht die Gefahr, wenn der Spieler draufsteigt, dass es regelrecht platzt. Und das ist natürlich absolut zu vermeiden. Also die Abnützung, ja okay, der Platz, es wächst nichts nach. Aber im Frühjahr, wenn das einsetzt, das Wachstum, ist das alles wieder in Ordnung. Wir spielen auch auf Sommergrüns, das ist auch ohne weiteres möglich. Wir gehen nur mit der Schnitthöhe der Grüns doch um einiges in die Höhe. Die Alternative, wenn es zu kalt wird, man flieht in wärmere Gefilde. Ja, die Leute möchten gerne wieder verreisen. Kanaren, immer wieder ein beliebtes Reiseziel, auch noch schön warm. Oder auch natürlich Zypern oder die Emirate oder eben auch Mauritius. Natürlich ist zu beachten in jedem Fall die Einreisebestimmung fürs jeweilige Land, die Maßnahmen vor Ort, und da sollte man wirklich bis kurz vorher immer wieder nachschauen. Eine Reise kommt nicht in Frage und unterkühlt Golfen ist nicht das Ihre, dann bleibt nur abwarten und Tee trinken und die Ausrüstung auf Vordermann bringen. Ja, Winter ist sicher gute Zeit, um es einmal zu reinigen, also wirklich den ganzen Dreck von den Schlägern und aus den Grooves rauskratzen ist sicher wichtig. Und die Griffe kann man tauschen. Wer es dann wirklich in der Garage lagert über den Winter, das schadet dem Plastik natürlich am meisten. Also die Griffe werden spröde, das würde ich auf keinen Fall machen. Also Keller ja, Garage Minusgrade eher nein. Die gute Nachricht zuletzt, die nächste Frühlingssonne kommt bestimmt. Zu Saisonbeginn würde ich gleich einmal den Pro aufsuchen, damit sie eben keine groben Fehler gleich zu Beginn einschleichen. Stormy weather. Yeah. Wenn man 20 Jahre lang eine Figur wie Hannes Kofler verkörpert, sehen einen die Leute dann noch als Hans Maracek? Der Johannes Kofler natürlich, war 20 Jahre lang ist das passiert. Es ist ein Teil meines Lebens. Es ist nicht mein Leben, sondern ein Teil. Weil ich ja eben so viele andere Sachen gemacht habe. Jetzt drehe ich zum Beispiel daneben Bergretter, was eine völlig andere Figur ist. Wird er auf der Straße nach Rezepten gefragt? Sie fragen mich nicht nach Rezepten, aber sie fragen mich sehr oft, kochen Sie wirklich so gut,
wie im Fernsehen. Und? Meine Antwort ist, ich koche sicher besser, als der Wusso je operiert hat. Golf und Genuss gehören für Heinz Maracek zusammen. Wie würde die perfekte Kulinarik in einem Clubhaus aussehen? Es müsste ein Golf-Clubhaus so sein, dass es die einfachsten, normalsten Speisen, die man so nach einer Golfrunde gerne hat, geben. Du musst hingehen und musst dort Fleischlappen kriegen mit einem Erdäpfelpüree, du musst Würsteln mit Soft, einer Hemmendex. Die lukulische Seite von vielen Golfclubs ist für meinen Begriff nicht richtig gedeckt. Sie bescheiden sich nicht mit den Kleinigkeiten, die die meisten Golfspieler gerne hätten. Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus herbaut. Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus herbaut. Nahezu jede heimische Golfanlage hat ein Clubhaus und je nach Ausrichtung und finanziellen Möglichkeiten sind sie funktionell bis luxuriös. Aber eines haben sie alle gemeinsam. Sie sind erste Anlaufstelle, Logistikzentrum, Arbeitsplatz, Genuss- und Kommunikationszentrale und vor allem eine Visitenkarte für den Club. Der erste Eindruck ist der wichtigste, wenn man auf einen neuen Platz kommt. Wenn man vorne reinkommt und man merkt dann natürlich, da kommt dir eine wärmliche Atmosphäre entgegen, eine gesellige Atmosphäre entgegen. Das ist, glaube ich, die beste Voraussetzung für ein Clubhaus. Für uns war es einfach wichtig, dass man die wunderschöne Landschaft hier sieht. Wir haben versucht, sozusagen nicht ein Haus im klassischen Sinne sozusagen herzustellen, sondern wir haben versucht, sozusagen dieses Golfclubhaus zu einem Teil der Landschaft zu machen und in diese Landschaft zu integrieren und auch mit der Formensprache dieser artifiziellen Landschaft zu arbeiten. Es gibt öffentliche Funktionen wie die Gastronomie, das Restaurant, dann gibt es einen Shop, dann gibt es ein Büro und dann gibt es Funktionen, die nicht so im Rampenlicht stehen, wie eben die Umkleiden, Duschen und Caddy-Raum und solche Geschichten. Also das Konzept basiert eigentlich sehr stark darauf, dass wir uns die Formen des Golfplatzes angeschaut haben. Es gibt keine Ecken und Kanten, die Landschaft ist eine smoothe Landschaft, die hat organische Formen, stellt sie jetzt den klassischen Bunker vor oder ein Green. Häuser vereinen also viele Funktionen unter einem Dach. Was muss man bei der Planung beachten, um das Eintrittsportal in den Golfclub nicht abweisend, sondern einladend wirken zu lassen? Es war ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir nicht versucht haben, hier ein auf den ersten Blick repräsentatives Gebäude herzustellen. Wir wollten aber ein Gebäude machen, das gar nicht als Gebäude, sondern als natürliches Element der Landschaft wahrnehmbar ist und wo man dann keine Schwellenangst hat, das zu betreten. Von den Voraussetzungen her ist es sehr stark determiniert durch den Sport an sich, der ja ein landschaftsgeprägter Sport ist. Man bewegt sich durch die Natur. Darum haben wir dieses Gebäude sozusagen auch so konzipiert, dass es als ausgeschnittene Grasnarbe sozusagen verstanden werden kann. Ich würde das so weit wie möglich regionalmäßig aufziehen. Das, glaube ich, bringt dann auch ein besonderes Wohlgefühl. Wie schafft man es, ein gesundes Wachstum einzuplanen? Also was wichtig ist, glaube ich, dass man ein Gebäude nie zu klein denkt. Dieses Clubhaus ist ja nicht jetzt ein reines Clubhaus, ist ein öffentlicher Gastronomiebetrieb. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass du auch großzügig gewisse Räumlichkeiten hast, obwohl man schon wieder größer bauen könnte. Wie kann das Gebäude auf neue Voraussetzungen und Anforderungen reagieren? Ist sicher ein Thema, das man stärker und in Zukunft da beachten muss. Ja. Natürlich sind Clubhäuser auch Wahrzeichen oder Erkennungsmerkmale für die Golfanlage. Ja, für uns war wichtig, weil wir doch geografisch ein bisschen abgelegen sind, da hier im Müllviertel herum, dass einfach
das Clubhaus etwas Besonderes ist, worüber man spricht. Einfach irgendetwas auch Modernes, das in die Landschaft passt. Am Beispiel St. Oswald zeigt sich, dass man mit Kreativität und Geschick ein ganz besonderes Wahrzeichen schaffen kann, ohne über unendliche finanzielle Möglichkeiten zu verfügen. Ein geschicktes Netzwerk und die Planung über einen Architekturwettbewerb war der Schlüssel. Bauen kostet natürlich was, Architektur kostet auch was, das ist einfach so. Und das hat man aber bewusst gelöst, indem man einfach Projektpartner gefunden hat. Die Themen Nachhaltigkeit und Ökologie sind heute in aller Munde. Ist das auch Thema beim Bau eines Clubhauses? Ja, der Nachhaltigkeitsgedanke ist aus der Architektur, aus dem Bauen heutzutage generell nicht mehr wegzudenken. Man hat versucht, hier ein Passivhaus zu bauen, das sehr effizient mit Energie umgeht. Und wir haben hier ein System entwickelt, wo die Heizung auf einem Hypokaustensystem basiert. Sprich, das ist eigentlich nichts Neues, das haben schon die Römer gemacht. Also da wird alle Wärme, die im Haus entsteht, vor allem auch aus der Küchenabwärme, wird aus der Luft gewonnen und wird dann über ein Hohlraumsystem, das im Fußboden drinnen ist, durchgeleitet und funktioniert wie eine Fußbodenheizung eigentlich. Ja. Man erinnert sich natürlich auch an wunderschöne Clubhäuser, wenn man irgendwo am See sitzt oder aufs Meer schaut. Also das sind schon Eindrücke, die eben dann bleiben und das verschönert dann den Golftag wieder. Sie haben ein Haus baut, Sie haben ein Haus baut, Sie haben unser Haus erbaut. Heinz Marecek ist Vollblut-Schauspieler und bei allem, was er anpackt, mit viel Herzblut dabei. War sein Weg vorgezeichnet? Wie erlag er der Faszination Theater? Das ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Ich bin sehr, sehr früh als Kind oft ins Theater gegangen und hatte wirklich sehr, sehr früh das Gefühl, ich möchte es machen, was die da ummachen. Und dann kam noch dazu, dass ich als Sechsjähriger bei einer Schüleraufführung in der Kenyongasse im 7. Bezirk durfte ich durch den Abend führen als Spielansager. Und irgendetwas irreversibel Prägendes ist passiert. Ich habe nie nach meinem 6. Lebensjahr eigentlich ernsthaft einen anderen Beruf überlegt. Weil es mir immer in meinem Leben ums Geschichten erzählen ging. Und das Verblüffende war, dass meine Eltern so gelassen reagiert haben, als ob ich gesagt hätte, ich möchte Jus studieren oder Medizin. Und ich war so gewappnet gegen Protest, gegen, na ja, das ist kein Beruf und so, nix. Und irgendwann habe ich begonnen, selber auch Geschichten zu erzählen. Ich wollte immer Geschichten, Geschichten, Geschichten. Und Geschichten sind in Büchern und Geschichten sind am Theater. Was mich an Golf fasziniert, dass ich es einfach nicht mehr erwarten kann. Ich habe jetzt eine super Saison gespielt, eine lange Saison Golf gespielt, bei super Wetter, herrliche Runden. Und jetzt kommt leider der kalte Winter, der Herbst, es wird windig. Ich bin ein bisschen neidig auf die, die jetzt weiterspielen können, die vielleicht jetzt noch eine Golfreise hinten anhängen, die Indoor-Golf spielen gehen. Für mich ist jetzt einmal eine kleine Pause angesagt. Ich vertreibe mir die Zeit inzwischen mit Indoor-Button, mit Playstation-Spielen, mit viel Golf schauen, ein bisschen die Schläger waschen. Und wenn ich dann im Frühling meine erste Golfrunde wieder gehe, einen ersten Treiberschlag raushau, die Eisen gut treffen. Das ist dann so ein richtig lässiges Gefühl. Das freue ich mich jetzt schon den ganzen Winter. Und genau das ist das, was mich an Golf so fasziniert. Wann ist Heinz Marecek zu Golf gekommen? Verblüffend spät.
Ich habe im Jahr 97 am Mondsee gedreht, die neue. Wir haben ein Jahr durchgedreht am Mondsee. Und ich habe gefunden, wenn ich jetzt schon nicht im Sommer irgendwo wegfahren kann, könnte ich doch mit Golf anfangen. Und ich habe 5 Minuten vom Golfplatz am Mondsee, wunderschöner Golfplatz, gewohnt und habe begonnen, dort Stunden zu nehmen. Wo ich immerhin schon 52 war. Also ich es ist ein relativ reifes Alter, um mit einem Sport zu beginnen. Aber es hat mir einen so unfassbaren Spaß gemacht und den macht es mir nach wie vor. Ist Heinz ein fanatischer Golfer? Fanatiker ist zu viel. Es macht mir einen riesigen Spaß. Ich mache es gern und möchte, solange es geht und solange ich mich bewegen kann, es gerne machen. Fanatiker, na. Servus. Ja, und dir? Danke. So, Michi, der Begriff ist eigentlich nicht so schwer. So jetzt, wenn man einkaufen geht, voll viel auf Vorrat kauft, damit man ziemlich viel daheim hat, wo es zum Beispiel viele jetzt in der Corona-Krise gemacht haben. Wie nennt man jetzt solche Einkäufe zum Beispiel? Hamsterkäufe. Okay, und jetzt, wenn man das jetzt macht, das Verb von dem, wie sagt man da dazu? Vom Einkaufen jetzt, oder? Ja, also wenn man voll viel auf Vorrat kauft. Bist du am richtigen Weg? Sammeln, oder? Nicht ganz. Probieren wir es anders, okay? Gehen wir zu einer anderen Sportart, zum Beispiel zum Beachvolleyball. Ja. Der Untergrund, was ist das? Sand. Okay. Und jetzt in unserem Sport, wo spielt man oft aus dem Sand? Bunker, da bin ich öfters. Okay. Bunker sind künstliche Hindernisse, die mit Sand gefüllt sind. Mhm. Und den Golfern meistens das Spiel deutlich erschweren. Dabei unterscheidet man zwischen Fairway- und Grünbunkern. Aus dem Fairway-Bunker muss man möglichst direkten Kontakt machen, damit der Ball möglichst weit geht. Und aus dem Grünbunker sollte man möglichst früh in den Sand gehen, weil der Ball deutlich kürzer fliegen muss. Und das sind meistens auch die schwereren Schläge. Am Grünbunker gibt es sehr viele unterschiedliche. Da gibt es ziemlich flache, die relativ leicht zum Spielen sind. Und da gibt es zum Beispiel in Schottland die Pot-Bunker, wo man meistens querspielen muss und sich meistens mit dem Bogey zufrieden geben muss. Okay, ja, sehr lustig. So, und weißt du, woher jetzt die Bunker kommen? Da weiß ich nicht, woher. Okay, aus Schottland, wie vieles andere auch. Ja, das sind zwischen so Vertiefungen zwischen dem dünnen Gras, wo sich dann der Sand gelagert hat oder wo auch der Sand gelagert wurde, der dann dort gebunkert wurde für verschiedene Pflegetätigkeiten oder auch fürs Tee am Abschlag. Okay. Und da hat man sich gedacht, weil es ja jetzt eh so leicht ist, der Sport, macht man da noch Hindernisse draus und nimmt das einfach mit als Lagerung und gleich als Hindernisse auch. Sehr interessant. Während wir nun den Olympier gehen, können wir schon den Burgunder lernen. Danke. Schön war's.